Vom Räuber und dem klugen Jungen. Früher, als der innere Teil von Süd-Sulawesi noch durch den Raub von Kindern beunruhigt wurde, lebte ein Räuber, der einmal erfolgreich einen Jungen gestohlen hatte und nun eilends mit ihm von zu Hause weglief. Wie es heißt, war es sein Ziel, ihn zu einem Sklaven zu machen oder aber mit hinreichendem Gewinn weiterzuverkaufen. Er trug den Jungen weit weg in einen Wald hinein, so weit, dass sich das Kind schließlich nicht mehr erinnern konnte, wie der Weg nach Hause war. Erst unterwegs wurde sich das Kind bewusst, dass es in die Falle eines Räubers geraten war, der es weit weg von seinen Eltern trug. Da suchte es nach einer List, um sich selbst zu befreien, und bemühte sich auch so gut es konnte, aber es kannte den Weg nach Hause nicht und konnte sich auch nicht mehr erinnern. Was sollte es tun? Es fügte sich und legte sein Schicksal in die Hände des Herrn. Dann kam dem Jungen mit einem Mal der Gedanke, den Räuber zu ärgern. Er ließ sich mit dem Körper auf den Boden fallen und schrie dabei und erklärte, er habe plötzlich Leibsschmerzen. Der Räuber forderte ihn auf, weiterzugehen, aber er schrie weiter und sagte, er könne nicht mehr zu Fuß gehen, zumal, wenn sie ein solch dichtes Gestrüpp zu durchqueren hätten. Am Ende gab der Räuber nach und musste das Kind auf die Schulter nehmen. Dabei erzählte er drollig und merkwürdige Geschichten und hin und wieder auch eine Geschichte, die überhaupt keinen Sinn ergab, gewissermaßen zum Trost für den Jungen und als Medizin für sich selbst, weil er vom Tragen müde wurde. Unter anderem erzählte er dem Kind, dass es früher einmal einen ganz hohen Baum gegeben habe. Dieser Baum sei von einer solchen Höhe gewesen, dass, wenn man alle Bäume auf der Welt zusammengetragen und aneinander gebunden hätte, sie noch nicht die Höhe dieses Baumes erreicht hätte. Der Räuber erzählte auch von einem Beil von einer solchen Größe, dass das eine Ende sich im Osten befand, dort, wo die Sonne aufgeht, und das andere Ende im Westen, dort, wo die Sonne untergeht. Außerdem erzählte er von einem Büffel von einer solch außergewöhnlichen Größe, dass die Erde und alles, was sich auf ihr befand, erzitterte, wenn der Büffel sich bewegte. Die Bewegungen dieses Büffels verursachten wohl immer die Beben auf der Erde. Dann erzählte der Räuber von einem Rotang von einer solchen Länge, dass man damit 7 Kontinente und 7 Meere umschlingen konnte. All diese Geschichten, die eigentlich ja unvernünftig waren, hörte sich der Junge ohne den geringsten Widerspruch an. Weiter erzählte der Räuber von einem Haus von solch außergewöhnlicher Größe, dass, angenommen, man warf ein Hühnerei vom Dachfürst, das Ei erst dann auf die Erde fiel, wenn ein Huhn daraus geschlüpft und dieses Huhn inzwischen im Besitz seines vollen Federkleides war. Die Geschichten des Räubers waren sehr spannend und der Junge hörte sie voller Aufmerksamkeit, denn er hatte die Absicht, auch eine fantastische Geschichte zu erzählen. Und wenn dies gelingen sollte, damit die Geschichte des Räubers zu übertreffen. Als der Räuber mit seinen Erzählungen fertig war, begann der Junge zu erzählen. Er erzählte von einer riesigen Trommel aus früheren Zeiten. So groß war die Trommel, dass, wenn man darauf schlug, ihre Stimme von allen Menschen auf der Welt, ja, dass sie sogar im 7. Himmel gehört wurde. Kaum hatte der Junge so weit mit seiner Erzählung begonnen, da wies ihn der Räuber zurecht. Er erklärte, dass es unmöglich eine Trommel von solcher Größe auf der Erde geben habe. Woher sollten denn die Leute einen so großen Stamm für ihren Baum bekommen haben?
Womit sollten Sie einen so großen Baum gefällt haben? Der Junge antwortete: Man hat zum Bau der Trommel den großen Baum, von dem ihr vorhin erzählt habt, genommen. Das Beil, das man zum Fällen verwendet hat, ist das Beil, von dem ihr vorhin gesagt habt, sein eines Ende liege im Osten, dort, wo die Sonne aufgeht, und sein anderes Ende im Westen, dort, wo die Sonne untergeht. Der Räuber widersprach wieder: Selbst wenn das Holz und das Beil vorhanden gewesen seien, woher wäre dann das Trommelfell gekommen und womit hätte man das befestigt? Der Junge antwortete: Den großen Büffel, von dem ihr vorhin erzählt habt, hat man geschlachtet und dann seine Haut genommen. Die Bindungen stammen von dem Rotang, der, wie ihr vorhin erzählt habt, 7 Kontinente und 7 Meere umspannen kann. Der Räuber wollte sich noch nicht besiegt geben und fragte weiter: Wo ist denn diese große Trommel aufgehängt? Da antwortete der Junge: Es gibt einen Platz dafür, nämlich in dem Haus, von dem ihr gerade berichtet habt. Es sei so groß, dass, wenn man ein Ei von seinem First werfe, dieses Ei erst dann auf den Boden falle, wenn ein Huhn daraus geschlüpft und dieses Huhn selbst im Besitz seines vollen Federkleides sei. Der Räuber staunte bei den Antworten des Jungen sehr. Alles, was er erzählt hatte, kam jetzt genau zurück. Angenommen, er würde jetzt spucken, dann brächte ihm der Junge den Speichel genauso zurück. So dachte der Räuber bei sich. Dann fragte der Räuber den Jungen nach seiner Familie, wie viele Geschwister er habe und das wievielte Kind er sei. Der Junge antwortete mit Worten, die ihn noch mehr verwirrten. Er erklärte, sein ältester Bruder besitze 2 jüngere Geschwister und sein jüngster Bruder besitze 2 ältere Geschwister. Der Räuber befahl dem Jungen, selbst aufzudecken, was er mit dieser so komplizierten Erklärung meine. Und seine Verwirrung wurde noch größer, weil er dieses Rätsel, das ihm hier vorgetragen worden war, nicht allein lösen konnte. Die richtige Antwort hierfür lautete, dass sie 3 Geschwister zu Hause waren, von denen der Junge das 2. war. Sein älterer Bruder, das heißt der Älteste, besaß 2 jüngere Geschwister, nämlich ihn selbst und ihren jüngsten Bruder. Sein jüngerer Bruder, das heißt der Jüngste, besaß 2 ältere Geschwister, nämlich ihn selbst und den Ältesten. Da überlegte der Räuber: Wenn ich diesen Jungen weiter mit mir nehme, könnte er mir schaden. Den Gewinn, den ich von ihm erwarte, erhalte ich möglicherweise überhaupt nicht, denn seine Klugheit ist außergewöhnlich. Das Kind ist so klug und kann mich genau und treffend schlagen. Da trug er den Jungen wieder zum Haus seiner Eltern zurück. Er wagte es nicht, ein Kind von solch scharfem Verstand weiter bei sich zu haben. Der Räuber hatte erkannt und gespürt, dass dieser Junge klüger als er selbst war und dass das Kind mitzunehmen möglicherweise großen Schaden für ihn bedeutet hätte. Daher brachte er ihn unversehrt zu seiner Familie zurück. So lautet das Märchen vom Räuber und dem klugen Jungen.